Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus dem Quelle-Universum. Ich stutze gerade, weil ich gerade den schissesten Sound der Welt höre. An meiner Seite der großartige Starkiller. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und das ist Folge 48. Wir sind bescheuert. Ja, nicht nur wir, sondern auch alle, die die ganzen 48 Folgen bis jetzt geschaut haben. Ja, wir wollen hoffen, dass das mehrere sind, weil... Ich hoffe, dass es mehr als drei sind. So. Ach, das ist... Okay. Ich kenne das Spiel. Okay, wie heißt es denn? Gyros. Nein, Tzatziki. Nee, es heißt jetzt unter anderem Fortress Defense. Okay. Es heißt Mad, in einem Wort geschrieben. Okay. Es heißt im Originaltitel Mad, mit Punkten zwischen den Buchstaben. Die gehen immer alle Varianten durch, ne? Natürlich, das ist ja so wie bei den Tags, ne? Man gibt alle Varianten durch. Ja, ist doch Spamming. Mhm. Ach, und Paris Attack. Ja, da ist es endlich. Da wurde mal die Paris Hilton angegriffen. Jetzt wissen wir auch, wie das geschehen ist. Nichts, Frau Hilton, ich würde sie beschützen. Oder zumindest einen Sekt trinken. Der war mit das Beste aus den Dosenprodukten. Das ist tatsächlich so. Das ist so schrecklich, wie das anhört. Weil das war ja auch lustig. Also ich bin immer der Meinung, das ist von den gleichen gemacht worden, weil im Prinzip da hatte die ja nichts mit zu tun, außer ihren Namen zu geben. Ja, überraschend. Ein Million dafür zu passieren. Ich bin der Meinung, das Ding kam genauso auch aus Österreich, also sprich auch aus dieser Red Bull Herstellungsvariante. Und das war jetzt qualitativ das Beste, was es da gab. Also okay. Sag doch, wenn ihr euch das Leben versauen wollt, dann Dosen Lambrusco. Das ist so, das kommt so gleich nach Euthanasie, glaube ich. Doch so gut. Da braucht man nicht mehr nach Holland fahren. Sag mal, was sind jetzt eigentlich Ziel des Spiels, außer dass du die ganzen Raketen und Hubschrauber abschießt? Warum hast du jetzt die Türme verloren? Unglaublich schlechten Atlantis-Klon. Warum hast du denn die Türme verloren? Du hattest ja ursprünglich vier Türme da drumherum. Ja gut. Achtung, Geschmacklosigkeit, es ist ja September. Aber. Ah, der 11. ist doch schon lang vorbei. So, ja. Sag jetzt mal so, wenn gleich Ende ist. Oh, vielleicht ist auch gleich Ende. Ist gleich Ende. Wenn gleich Ende ist, dann ist Ende. Mach doch Feierabend. Ist jetzt nicht so geil. Feierabend, wie das duftet. Du hast 6000 Punkte. Kriegst du jetzt einen extra Turm? Ich weiß nicht, auf einmal blinkt's bunt. Ach, das war's. Okay. Ja, ach, klar, das ist die ganze vorbei. Stadt kaputt. Ist ja bei Atlantis genauso. Du kannst den Level ja auch durchspielen, obwohl er noch so. Was... Ach so. Ja. Das stimmt, das kannst du ja beim Missile Command auch machen. Genau. Ja. Ist okay jetzt. Aber ja. Ich finde es jetzt, es haut mich jetzt nicht um. Ja. Mit der Paris-Version ist dann auch der Eiffelturm da, den man abschießen kann? Ich glaube nein. Weil du weißt ja, ne, hier, kein Witz, ne? Es gibt ja, in Frankreich kostet das ja zusätzlich ein Tantiemen, wenn da das Bild vom Eiffelturm benutzt wird. Ist ja kein Gag, ne? Das haben sie ja tatsächlich durchgekriegt. Ich lasse es mal einfach unkommentiert. Machen wir den nächsten Titel. Das ist am besten. Ciao. Bis dann.